Biba Ilic, sie ist Fotografin, Künstlerin. Bis vor einigen Wochen war mir die quirlige und kreative Frau noch unbekannt, aber diese Bilder mit dem Hinweis Hashtag Hinsehen, die tauchten immer wieder im Netz auf. Meistens Bilder von bekannten Menschen. Interessante Fotomontage, gute Idee, aber wer und was dahinter steckt, das wusste ich bis dahin nicht. Eines Vormittags kam ein Anruf. Biba Ilic outete sich mir gegenüber, dass sie die Frau sei, die das alles verbrochen hat. In einigen Tagen plane sie in der Hagener Volmer-Galerie eine große Aktion mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern. Jeder könne sich da fotografieren lassen, etwas spenden und der Erlös käme dann der Hagener Suppenküche zugute. Ob ich Lust hätte, die Sache zu filmen? Okay, ein guter Anlass, einmal hinter die Kulissen von Hashtag Hinsehen zu schauen, wer dahinter steckt und was das Projekt bewirken soll. Die Dame hier, die kennen manche noch nicht, aber das hier und das hier und das hier, das kennen so manche, nämlich Hashtag Hinsehen und darum geht es. Hashtag Hinsehen steht dafür, für halt mehr Hinsehen, für Zivilcourage, für Tierschutz, für Klimaschutz. Alles so, was eigentlich das Leben betrifft, wo halt zwar hingesehen wird, aber doch weggeschaut wird. Die Aktion läuft schon so ein bisschen länger. Wann sind Sie darauf gekommen? Das Thema gibt es eigentlich schon länger in meinem Kopf. Und ich habe das Thema jetzt bildlich mal umgesetzt im November für die Jahresausstellung in der Kooperative K. Und jetzt habe ich die passenden Bilder zum Thema Hinsehen und doch nicht sehen. Und das ist das Projekt. Hinsehen. Die Hagener Fotokünstlerin Biba Ilic hatte vor einiger Zeit die Idee, die Menschen aufmerksamer zu machen. Im Bereich Zivilcourage muss man engagierter sein, man muss die Augen aufhalten, man muss sich um Dinge kümmern, man muss aufmerksamer sein. Es ist vollkommen egal, ob es um Tierschutz, um Missbrauch, um Kindesmisshandlung geht und so weiter. Und um diese Sache immer wieder nach vorne zu treiben, hatte sie die geniale Idee, diese Bilder abzulichten. Es haben sich mittlerweile viele Menschen gefunden, die sich an dieser Aktion beteiligen. Die lassen sich gerne fotografieren. Schirmherr von Hashtag Hinsehen ist der Schauspieler und Sänger Tom Barkal. Biba Ilic hatte ihn beim vergangenen Kurzfilmfestival in Hagen von ihrem Projekt überzeugt. So, der Ehrengast ist angekommen hier in der Hagener Volmer-Galerie bei der Aktion Hashtag Hinsehen. Tom Barkal, man kennt ihn natürlich aus dem Film, aus Fernsehen und nicht besonders aus dem Tatort schon mal drauf. Und zwar ist das der Schirmherr. Er hat die Patenschaft gewissermaßen übernommen für die Aktion Hashtag Hinsehen. Wir müssen da drauf. Also er, die Biba, ist auf mich gekommen und ich habe sie beim Filmfest in Hagen kennengelernt und sie hat mir dann kurz mal angesprochen, was sie da vorhat. Und so eine Aktion für mehr Zivilcourage, gerade dieses Wort alleine Zivilcourage, was es ja heute heutzutage nicht mehr so viel gibt, leider, finde ich extrem, war ich natürlich sofort dabei. Ich mache zwar viel in diesem Bereich, aber dieses Projekt konnte ich nicht abschlagen. Auf jeden Fall nicht Nein sagen und heute auch dabei. Das heißt natürlich auch Zeit investieren zu Veranstaltungen und Leute darauf hinzuweisen. Das ist so eine Arbeit für Schirmherren, die auch oft unterschätzt wird letztendlich. Ne? Ja, aber ich sehe es ein bisschen anders. Also wenn ich mich auf eine Sache einlasse, ob das jetzt im Filmbereich ist oder irgendwo was auch immer, dann muss ich da mit Spaß und mit Ehrgeiz da dran gehen und nicht irgendwie so, sag ich mal, kommst du heute, kommst du morgen. Also entweder ja oder nein und dann dazwischen gibt es nichts. Schauspieler, ein Mensch wie du und ich, unterstrich aus, wie man ihn kennenlernt, der auch aus der menschlichen kommt, nämlich eigentlich mal unter Tage gearbeitet und dann über Umwege, über Schicksalsschläge zum Schauspieler reingekommen, dann auch, aber trotzdem Mensch gefühlt. Ja, also es gibt nichts Schlimmeres als Arroganz oder nur weil ich jetzt mal 5 Jahre bei Alles, was zählt war oder auch im Kino bin oder diesen Job eben mache, wenn ich sowieso dieses Wort Star höre, Entschuldigung, ich kotze. Wirklich kriege ich zu viel. Ein Star für mich ist eine Putzfrau, die ihre 3 Kinder ernähren muss und unsere Scheiße wegmacht. Das ist für mich ein Star und nicht die im Fernsehen rumhängen oder irgendwas. Also so sehe ich das wirklich. Und ich komme aus dem Bergbau, das stimmt. Ich kenne das andere Leben, sage ich mal. Ich kenne jetzt dieses Leben, was ich jetzt habe, was auch sehr, sehr toll ist. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, ich nutze meinen Bekanntheitsgrad natürlich, nutze ich aus, um Benefizveranstaltungen zu besuchen, ins Leben zu rufen.
was auch immer. Das tue ich, das gebe ich auch offen zu. Was macht dein Botschafter, was sagt dein Botschafter Leute aufgrund dieser Aktion, was sollen die tun, die Menschen? Also ich finde wirklich, also in dieser Zeit, in der wir leben, ich finde das unfassbar extrem. Zum Beispiel diese Geschichten in der Bahn oder was auch immer. So, das ist natürlich immer so eine Sache, dass man, wenn ich jetzt, das will ich niemals sagen, ich selber würde auch überlegen, wenn da drei Typen sind und einen anderen da angreifen. Aber irgendwas muss man tun. Man muss nicht unbedingt dazwischen gehen. Das ist immer so eine Sache. Aber man kann Handy zucken, man kann die Polizei anrufen, man kann filmen, man kann so viel machen. Man könnte auch hingehen, sich sechs andere schnappen und sagen, komm, wir gehen jetzt auf die los, dann rennen die ja sowieso hoch. Also so sehe ich das. Also irgendwas muss man machen, nicht vorbeigehen. Also das geht gar nicht. Also da hätte ich ein mega Problem, wenn ich da so würde dann nicht kommen. Irgendwas würde ich machen. Ich weiß nicht, ob ich auch so dumm wäre, ob ich da dazwischen gehen würde. Ich weiß es nicht in dem Moment. Ich weiß es nicht. Aber ich finde sowieso auch dieses Wort Danke. Also wenn ich heutzutage jemanden reinlasse und dem, obwohl ich Vorfahrt habe, ich gebe ihm die Vorfahrt, da kommt nicht mal eine Hand oder nein, null. Jeder ist immer nur auf sich irgendwo, nur ich und gut ist. Und das finde ich sehr, sehr extrem. Eine Sitte, die wieder kommen sollte, bitte und danke. Ich glaube, das Ganze macht das Ganze menschlicher. Also nicht wegsehen, sondern hinsehen. Absolut. Und wir haben alle Augen und ja. Und einfach mal auch mal für andere was tun. Hashtag hinsehen finde ich super, weil wir sollten alle hinsehen. Wer nicht hinsieht, sollte eigentlich ein mega schlechtes Gewissen haben. Aber auch andere Künstlerinnen und Künstler stehen hinter dem Projekt Hashtag. Okay, liebe Menschen da draußen, ich bin hier stolzer Vertreter, Mitmacher der Aktion Hashtag Hinsehen von Weber. Als sie mich gefragt hat, habe ich sofort ja gesagt, weil diese Aktion einfach absolut sinnvoll ist und auch für die kleinen Aktionen. Es geht nicht, glaube ich, darum, dass man einfach immer nur in gefährliche Situationen einbricht, sondern es geht, glaube ich, darum, all diese Situationen zu vermeiden. Zu vermeiden, dass man sich gegenseitig verletzt, aber auch nur mobbt. Dass man einfach reingeht in das Geschehen, bevor etwas passiert. So sehe ich das. Und ich hoffe, ihr unterstützt das alles mit einer Spende oder einem Foto. Habt Spaß und passt auf euch auf. Ciao. Das Projekt Hinsehen finde ich gut, weil ich denke, dass Zivilcourage uns alle angeht. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen in dieser Gesellschaft, andere Menschen akzeptieren, egal welche Hautfarbe, welche Religion. Ein Handicap kann uns schneller treffen, als wir denken, durch einen Unfall. Und ich denke einfach, wir sollten hinter uns stehen, das Projekt unterstützen. Dankeschön, Weber. Kein Thema. Ne? Und ich war bei Stefan Raab gewesen, ich war bei Dieter Born, bei Supertalent, ich war bei George Pereira auf der Bühne. Ich habe ja so viele Sachen schon gemacht, aber das sind auch nur Menschen. Ne? Und ich liebe es einfach nur zu singen und ich liebe es zu entertainen. Und
Ja, da spreche ich auch gerade so die Hagener Seele an. Also ich habe manchmal so irgendwie den Eindruck, liegt das an meiner Stadt, wo ich geboren bin irgendwie, dass so die Attitüde da ist, so von wegen, yo, wir machen was. Ja, ich meine, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin hier geboren in dieser Stadt und viele Menschen sind immer schnell dabei, sagen, ja klar, wir unterstützen das. Aber was steht dahinter, irgendwie nach so Worten? Manchmal meines Erachtens nach zu wenig. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass ihr das Ding hiermit unterstützt, dass ihr hier Fotos macht, dass ihr im wahrsten Sinne des Wortes Gesicht zeigt. Was überzeugt eigentlich Menschen von Hashtag Hinsehen? Ich finde Hashtag Hinsehen gut, weil viel zu viele wegsehen. Und, wir brauchen mehr, die hinsehen. Hinsehen, um zu sehen und Mut zu haben. Hashtag Hinsehen finde ich gut, weil man sich einmischen sollte, bevor etwas passiert. Die Aktion finde ich gut, weil ich finde, man muss den Mut haben, in der heutigen Zeit auch aufzustehen und sich zu bewegen. Hashtag Hinsehen, die Aktion. Diese Idee finde ich wirklich wundervoll, weil es auf ein Thema aufmerksam macht, was uns jeden Tag irgendwie begleitet oder wo wir jeden Tag mit konfrontiert werden. Und ja, dieses Thema bringt einen natürlich immer zum Nachdenken und ich hoffe einfach, dass sich viele Menschen daran beteiligen und zumindest ja, an diesem Projekt teilhaben. Hashtag Hinsehen finde ich gut, denn weggesehen haben alle lang genug. Hashtag finde ich gut, weil Courage, Mut zu haben, hinzusehen und irgendwas zu ändern. Nicht einfach so wie ein Pferd mit Scheuerklappe durch die Welt zu gehen. Vielleicht der direkte Nachbar, man weiß eben gar nichts, aber einfach hinschauen und versuchen mal was zu ändern. Das hat Martin Luther King auch gemacht. Er hat ein Leben dafür gegeben, dass wir alle, dass ich überhaupt hier stehen kann und sagen kann, ja, ich bin ein freier Mensch, weil ich komme auf einen Zeitpunkt, wo es war nicht so. Hinschauen, Respekt voneinander haben und zeigt einfach ein bisschen Liebe. Mehr ist das nicht. Ich wünsche euch alle einen schönen Tag, euer Afonso. Tschüss. Die Aktion Hinsehen finde ich gut, weil sie darauf hinweist, dass jeder Einzelne von uns, jeder Bürger, eine Mitverantwortung dafür trägt, wie wir in dieser Gesellschaft zusammenleben. Ich gratuliere der Künstlerin Beba Elitsch und ihren Freunden, dass sie das gemacht hat. Wir alle müssen hinschauen, wenn es Menschen schlechter geht als uns. Wir alle tragen Verantwortung. Danke, dass alle dabei waren. Eines ist klar, Hashtag Hinsehen reißt viele Menschen in kurzer Zeit derart mit, dass es schnell immer mehr sind, die hinsehen, hinhören, einfach etwas tun wollen. Verfolgen wir das Projekt also weiter. Und Beba Illich? Die fotografiert und organisiert fleißig weiter. Das nächste Event steht bereits an und Hashtag Hinsehen soll ein eingetragener Verein werden.